kommst zu spät. Es hat bereits begonnen. Fick dich. Schluss damit! Du wirst mich nicht aufhalten. Necrolord gab mir die Macht. Die Macht der Titanenlords. Oh. Mach auf! Hey! Wo? Horas! Gegen dieses Ungetüm werden dir nur diese Energiequellen helfen. Was ist das? Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflichteten Runde Let's Play Wars 3 Titan Lords. Ja, Ladies and Gentlemen, es ist fast soweit. Ich hätte ganz gerne noch Patty abgeholt von Taranis. Die hängt da nämlich noch irgendwo rum. Nämlich im Hafen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, oh lol, dass wir Patty vergessen haben. Ich meine nicht, dass es weiter wild wäre, jetzt mal ernster, wer? Hä? Die Blitze wie. Aha. Das ging wohl dem PC eben eine Nummer zu schnell, Leute. Da steht Patty doch rum. Die olle Fickfotze. Entschuldigung. Was soll das hier für ein Hafen sein? Hier gibt's nicht mal eine Taverne. Du hast auch immer was zum... Ah, gut, dass du da bist. Ich wollte sowieso gerade gehen. Und? Hast du etwas herausgefunden? Ja. Rumold, der Lagermeister, hat seine ganzen Ersparnisse in einer verschlossenen Kiste in seinem Lagerhaus versteckt. Du musst weiter durchhalten, hörst du? Schau, wir haben jetzt schon so viel geschafft. Wir? Vielleicht haben wir ja bald ein wenig Glück. Danke für deine Zuversicht. Vergiss nicht, ich bin an deiner Seite, egal was passiert. Ich habe Rumolds Kiste geplündert. Gut. Dann haben wir unseren Schnitt auf Taranis gemacht, würde ich sagen. Ja. Komm mit. Ei. So, Patty schließt sich uns an. Ich möchte jetzt zurück zum Schiff. Und zwar mit Patty. Klingt bescheuert. Ist aber so. Jo, und da steht die Titten-Susi. Inselstechen. Alles klar. Die Titten-Susi, die Titten-Olga. Himmelarsch und Zwirn. Oh, da waren wir auch noch nicht. Insel der Diebe waren wir nicht. Und auf der Nebelinsel waren wir Tatsache auch nicht. Dort würde ich aber auch noch nicht hinreisen wollen. Ich möchte jetzt nach Kila reisen und meinen Geist wieder einsammeln, okay? Und wir nehmen die Olle mal einfach mit. Komm mit. Komm mit. Kein Problem. Kein Problem. Patty schließt sich uns an. Leider. Muss man ja dazu sagen. Dann teleportieren wir uns zum Orakel, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, uns erwartet... Mir will noch immer nicht in den Kopf, dass ich dich an so einem Ort fast verloren hätte. Ja, Patty setzt live. Ne? Ganz einfaches Tennis. Wir speichern nochmal. Da ist der Durchgang. Ich bin sowas von gespannt. Es sieht sowas von nicht einladend aus. Oh, Leute. Wir speichern, denn es ist soweit. Ich möchte meinen Geist wieder vereinen. Margolot. Shani. So, wir sind fast soweit, mein Freund. Nun werden wir das Ritual beginnen. Geilo. Bist du bereit? Nein. Aber fang schon mal an. Ich habe eh keine andere Wahl. Das wird schon, mein Junge. Stell dich in die Mitte. Gleich ist es soweit. Wir haben uns heute zusammengefunden, um den Geist dieses bemitleidenswerten Geschöpfes
Jetzt mach schon. Gut. Du hast schon zu lange gewartet. Lass uns mit der Zeremonie beginnen. Halt still, mein Freund. Necrui mortar delirum ignaro elagon. Wir rufen dich, Geist. Höre unseren Ruf. Ignaro elagon. Ignaro elagon. Endlich. Endlich ist es soweit. Nur allzu lange warte ich schon auf diesen Moment. Nur durch deine Hilfe konnte ich nun die mächtigsten Zauberer auf einem Haufen erwischen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Nikolot. Ich bin der, der dich begleitet. Und das schon seit langer Zeit. Ich war da an dem Tag, an dem dein Leben entschwand. Ich werde da sein, wenn es sich wieder mit dir vereint. Verschwinde, du Idiot! Das passt aber ganz gar nicht. Was soll das? Was soll das? Ich habe hier gerade etwas Wichtiges zu erledigen. Ja, richtig. Du hast mir hier einen großen Dienst erwiesen. Was redest du da? Du hast geschafft, was sonst keiner geschafft hätte. Du hast die größten drei Zauberer der Südsee an diesen Ort gebracht. Jetzt musste ich sie nur noch pflücken, wie eine reife Frucht. Beachtliche Leistung. Wenn man bedenkt, dass du eigentlich nur noch eine leere Hülle bist. Was hast du mit ihnen gemacht? Alles ist so gekommen, wie ich es vorausgesehen habe. Aber das Ritual? Alles nur, um mich von meinen Fesseln zu befreien und um mich hierher zu bringen. Eldrick hat... Ich habe die alten Schriften und den Ritualzauber manipuliert. Ich habe deinen Geist genommen und dich auf deine Mission geschickt. Ich habe einen Spitzel in deine Crew eingeschleust, der dich und die drei Zauberer hierher brachte. Mit ihrer Hilfe werdet ihr alle schon bald Zeugen meiner großen Manifestation sein. Dann werde ich mir holen, was mir gebührt. Damit wirst du nicht durchkommen. Das bin ich doch schon. Niemand wird mich mehr aufhalten. Auch du nicht. Besser für dich, wenn du es möglichst schnell begreifst. Verlorener. Nein! Was ein Arsch! Kapitel 4. Nikolot. Tja, Boss. Ist umgelaufen, aber hey, es hätte schlimmer kommen können. Ach ja? Immerhin lebst du noch. Bist du der Verräter in meiner Crew? Hast du diesem Dämon Nekrolot zugespielt? Nein, aber ich habe einen Verdacht, wer es war. Wer? Ich habe Horas des Öfteren nachts heimlich von Bord schleichen sehen. Er war manchmal stundenlang weg und kam danach ziemlich fertig wieder zurück. Außerdem habe ich in Erfahrung gebracht, dass er auf allen Inseln, die wir bereist haben, schon früher mal gewesen ist. Auch auf Kalador. Ich möchte wetten, Horas hat den Zauber Necrui mortar dort platziert, wo du ihn gefunden hast. Und wann wolltest du Schwachkopf mehr davon erzählen?
Tja, andere Dinge waren immer irgendwie wichtiger. So. Wenn du Horas erwischen willst, musst du dich beeilen. Er ist nicht mehr an Bord des Schiffes? Nach der Ritualgeschichte? Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich möchte wetten, dass er schon wieder auf dem Weg nach Taranis ist. Wie kommst du darauf? Ich habe ein Gespräch an Deck belauscht, wo er über den Reaktor der Magier sprach. Er hat irgendwas damit vor. Und was? Ich fürchte, er will ihn sabotieren oder anzapfen oder... Was weiß ich, ich bin kein Experte. Wir sollten uns einfach beeilen und General Magnus warnen. Eine Sache wäre dann noch... Alter, Quest abgebrochen, magische Effizienz. Was denn? Wenn wir schon zu Magnus gehen, solltest du ihn mal nach einer Beförderung fragen. Ich habe gehört, dass er dich als würdig erachtet, den Rang eines Generals zu tragen. Neue Quest, alter Glanz. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückließ. Wie auch immer, ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Wer oder was zur Hölle ist dieser Nekrolot? Ein Dämon aus dem Schattenreich, vielleicht sogar ein Titanenlord. Wenn er die ganze Sache hier geplant hat, ist er äußerst gefährlich. Er hat meinen Geist. Nicht nur den, er hat das ganze verdammte Schattenreich auf die Menschheit gehetzt. Ja, wow. Der Geist von Captain Crow steht mit Sicherheit ebenfalls unter seiner Fuchtel. Was können wir tun? Die einzige Spur, die wir zu Nekrolot haben, ist Horas. Wir müssen diesen miesen Verräter erwischen und ausquetschen. Dann wissen wir mehr. Danke für deine Hilfe bei der Sache mit den schwarzen Herzen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hilft dir etwas. Wenn du vollständige Genesung willst, wirst du nicht drum herum kommen, deinen Geist wiederzufinden. Ich werde dir so gut ich kann helfen, dein Ziel zu erreichen. Komm mit. Klar. Bone schließt sich uns an. Was sollte der Mist? Was ist da schiefgelaufen? Ich habe getan, was du von mir verlangt hast. Ach ja? Ich dachte, du schirmst deine Höhle gegen Angriffe von außen ab? Du hast deinen Feind über meinen Schild gelassen, ja, kleiner Mensch. Ich will Sicherheit nicht. Deine Zauberer führten deinen Zauber aus, der Nekrolot herbeirief. Gegen etwas, was von innen kommt, ist mein Schild machtlos. Das ist großer Mist. Ja. Aber es ist dein Problem. Mach es nicht zu meinem. Gesundheit. Gut, Leute, ganz schnell zurück zum Schiff, würde ich sagen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben schon viel zu viel Zeit verplempert, Mann. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An Voldemort. Höchstpersönlich. Verfickte Kacke. Wo ist Horas, diese Schwuchtel? Gut, dich zu sehen. Geht so. Edward... Zedek, Schaffer, ja, natürlich. Horas, dieser Pimmelberger, ist natürlich nicht da. Patty ist hier. Oh nein, Alter. So, in See stechen, ganz, ganz schnell jetzt. Rüber, ab nach Taranis. Zack, zack, ziemlich zügig. Verdammte Axt, ey. Das habe ich mir anders vorgestellt. Bones, mitkommen. Komm mit. Sicher. Ab, rauf, teleportieren. Wir müssen eine Warnung aussprechen. Ab zum Tempel. Wir haben ein ernsthaftes Problem, Leute. Wir müssen ganz, ganz schnell mit den Magiern reden und mit Magnus reden. Und ach du meine Güte, wir haben ein ernsthaftes Problem. Wenn Horas es schafft, mit Nekrolot in irgendeiner Art und Weise Kontrolle über das Portal, ich will mir gar nicht vorstellen, was er da vorhat. Magnus! Bin ich bereit, befördert zu werden? Lass mich überlegen. Questerfolg, alter Glanz. Du hast wirklich einiges für unsere Gemeinschaft getan. Und angesichts der Umstände, in denen wir gerade stecken, können wir einen weiteren General gut gebrauchen. Ich denke, ja, du bist bereit. Gehe zu Gordon.
Er soll dir eine Generalsrüstung überreichen. Jawohl! Ohne die ist es dir nicht erlaubt, dich General zu nennen. Ja komm, laber mich nicht voll. Auf geht's. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Ich würde dann auch gern nochmal mit den Magiern reden, bevor es hier an die Nummer geht, von wegen, wir haben einen Verräter hier in unserer Mitte. Ich will mir meine Generalsrüstung abholen. Haben sie dich tatsächlich zum General gemacht, wie? Hätte nie gedacht, dass du es mal so weit bringen würdest. Hier, nimm sie. Du hast sie dir verdient. Neuer Rang. General. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Generalshelm. Generalstiefel sind immer noch nicht geiler als das, was ich habe. Handel ist akzeptiert, jetzt auf Ende. Wir gehen schnell auf unser Charakter. Steigern noch unsere magische Effizienz. So nebenbei. Ich habe Magie gesteigert doch eben, oder bin ich jetzt komplett plemplem? So, habe ich doch. Charakter. Jo, ist gesteigert. Wir schauen noch mal eben ganz kurz gerade auf unser Inventory. Ausrüstung. Für den Kopf hätte ich ganz gerne meinen Generalshelm. Alter, ich sehe jetzt aber echt hochgradig sexy aus. So. Das ist geil, Leute. Das ist geil. Wer hier Ärger macht, fliegt. Sagst du zum General, steh über dir, du Lappen. So, wir speichern. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Oh, du kommst gerade recht. Hallo, Augustus. Ich habe mit den Quarzen, die du mir gebracht hast, ein bisschen experimentiert. Geil. Ich konnte daraus einen Zauber entwickeln. Ich kann ihn dir jetzt beibringen, wenn du möchtest. Ja. Sieh es als Belohnung. Genau. Falls du noch mehr Quarze findest, dann bring sie zu mir. Ich werde dir jeden Quarz abkaufen, den du finden kannst. Ich habe Quarze für dich. Ja, lass dann uns zeig mal, was du hast. Alter. Danke. 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 Gerne. 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 Danke. Her damit jetzt, komm! Danke. Wegen der Expeditionen. Ich habe mit Horatio gesprochen. Was hat er gesagt? Er hat sehr viele Kristalle gefunden und könnte Hilfe gebrauchen. Wunderbar. Ich werde sofort zwei weitere Wächter zu ihm schicken. Mach das. Noch was? Er hat mir diese Kristalle mitgegeben. Ah, sehr schön. Hier hast du eine kleine Belohnung für deine Mühen. Jo, danke, 100 Gold. Energiewelle. Ich möchte eine Energiewelle erzeugen können. Ein sehr mächtiger Spruch. Jau. Er ist besonders nützlich, wenn du von vielen Gegnern gleichzeitig bedrängt wirst. Geil. Setz ihn mit Bedacht ein. Ich habe ihn zwar so gepolt, dass er deinen Freunden keinen Schaden zufügen sollte, aber man weiß ja nie. Kein Magie Problem. Ist eine tückische Sache. In erster Linie ist Magie Macht, mein Freund. Genauso wie Magie, der geile Würzer von nebenan. So. Gut, wir haben die Energiewelle gelernt. Das ist geil. Wo setzen wir die denn am geilsten hin? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Energiewelle. Setzen wir hier hin. Und dann müssen wir mal hier im Inventory ein bisschen rumschieben, habe ich den Eindruck. Nö. Wir speichern mal und benutzen den Scheiß. Dem zertrümmer ich den Alter. Okay, okay. Holy! Was? So, Energiewelle. So, Licht ist da. Alter Lachs, ey. Was wir hier zaubern können, ist geil. Es gibt einen Verräter unter den Wächtern.
Verräter? Was redest du da? Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Horas, einer deiner Kadetten, den Reaktor sabotieren will. Horas? Den habe ich doch noch vor einigen Minuten... Ja, richtig. Er ist den Nordweg runter zur unteren Reaktorplattform. Was ein Zufall. Danke, das wollte ich wissen. Auf geht's. Wir haben gar keine Zeit mehr zu verlieren. Wir speichern an dieser Stelle. Obwohl, wisst ihr was? Ich würde ganz gerne meine Zauber verwenden. Dem reiß ich den Kopf ab! Wir laden, wir müssen uns was anderes einfallen lassen, weil den Griff. Welchen Zauber brauchen wir am seltensten? Und das ist der Griff. Ich hätte ganz gerne benutzbares Ausrüstung für die rechte Hand, zusätzlich den hier. Gut, alles da. Wir sollten uns jetzt ein bisschen beeilen, Leute, ne? So ein bisschen. Horas! Du kommst zu spät! Es hat bereits begonnen. Fick dich. Schluss damit! Du wirst mich nicht aufhalten! Nekrolog gab mir die Macht! Die Macht der Titanenlords! Oh. Wach auf! Hey! Wo? Horas! Gegen dieses Ungetüm werden dir nur diese Energiequellen helfen. Was ist das? Oh, dann mal. Benutze die 5 Fesseln, um den Erztitan in Ketten zu legen. Hebe eine Fessel auf und wirf sie im richtigen Moment auf eine der Trefferzonen. Okay. Ich habe keine Ahnung, Leute. Kleines Mistvieh. Ich habe keine Ahnung, was die Trefferzonen sind, Freunde. Das macht es nicht einfacher. Ich hab keine Ahnung, Leute. Das wäre eine. Okay, alles da. Ich glaube, ich hab's raus. Die Fessel. Gib mir diese Fessel. Was? Die richtigen Trefferzonen.
Er ist voll im Möhre immun dagegen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, so Leute. So richtig laufen ist auch nicht. Keine Ahnung, Freunde. Ah. Ich hab keine Ahnung, Leute. Weiß es einer? Das ist unglaublich. Eine weitere Fessel. Ich hab echt keine Ahnung. Guck mal. Oh, holy fuckeroni. Das Mystery weiß genau, was ich vorhabe. Holy! Nein. Einen haben wir. Eine magische Fessel ist da. Nein. Eine magische Fessel ist doch schon dran. Komm. Verfickte Scheiße. Da. Ah! Komm! Wir haben doch den Dreh raus! Wir haben es rausgefunden, wie es geht! Komm! Gib mir die Fessel! Nein! Ich hab mich zu hauen, du Misty! Du treibst es mit Ziegen!
so im richtigen Moment. Ich hab die Fesse verloren. Nein! Das ist sowas von schwer, Leute. Es ist echt saumäßig schwer und aufwendig. Komm, sei so frei. Ja! Weiter! Safe, die Füße. Alter. Ja. Ja. Nächster. Lauf. Jetzt erstmal dahinter zu kommen, was passiert, ne? Die magischen Fesseln. Einer noch, komm. Tu es! Eine Fessel noch. Nur noch eine. Und das wird Safe Call der Kopf sein. Komm, sei so frei und mach einen Fehler. Alter, der ist sauer. Der ist gut pisst. Ja, da ist die Zone direkt über seinem Kopf. Alter, übertreibt doch nicht. Ich weiß nur jetzt nicht, wo die übrig gebliebene Fesse abgeblieben ist. Komm weiter hierher. Noch ein Stück. Lauf. Da ist sie. Hier ist die letzte Fessel. Ich brauche nur einen sicheren Wurf. Komm. Das war zu spät. Das war viel zu optimistisch gedacht. Jetzt muss ich ihn wieder da weglocken. Er muss seine Angriffe erstmal ausüben. Und dann mit ganz viel Glück zum richtigen Zeitpunkt die Fessel lotsen. Ich glaube, vorher kriegen wir den noch nicht down. Hier ist sie, unsere Fessel. Wir haben sie. Gib mir die Fessel! Tu es! Blöde Stück Scheiße! Erztitan! Nein, möchte ich nicht beenden. Nein! Wow.
Hallo, Horas. Du hast alles zerstört, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Bist du jetzt zufrieden, du Held? Ja. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, damit durchzukommen. Aber ich war so nah dran. Was hat dir Necrolot für deinen Verrat bezahlt? Bezahlt? Für kein Gold der Welt ist das zu haben, was er mir geben konnte. Er ist ein Titanenlord und er versprach mir, mich zu einem von ihnen zu machen. Und das hast du ihm geglaubt? Ich hatte es fast geschafft, da musstest du hier aufkreuzen und alles zunichte machen. Crow hatte recht. Ich hätte dich nicht unterschätzen sollen. Doch dieser Fehler wird mir nicht noch einmal unterlaufen. Du verrätst deine eigene Rasse? Schwachkopf! Bald steht hier sowieso kein Stein mehr auf dem anderen. Nur der, der sich den Starken anschließt, wird das nahende Chaos überleben. Und die Menschen gehören sicher nicht dazu. Wo ist dieser Necrolord? Das wirst du schon sehr bald merken. Er plant seine Manifestation, um euch Würmer zu vernichten. Und du Idiot hast ihm dazu verholfen. Gute Arbeit. Crow, du kennst den Geisterkapitän? Was glaubst du, wie ich die Fährte zum Geisterritual für dich legen konnte? Crow hat mich nach Kalador gebracht, um den Ritualzauber dort zu platzieren. Seine Crew beschützte mich vor Sebastianos Häschern, bis du mich auf Takarigur gefunden hast. Wie finde ich Crow? Du brauchst ihn nicht suchen, er sucht dich. Crow weiß von deinem lächerlichen Versuch, eine Flotte gegen ihn aufzustellen. Er wartet auf dem breiten Grat der Orkankappe auf deine Ankunft. Wenn du mich fragst, hättest du keine Chance gegen ihn. Das werden wir sehen. Nein, das werden wir nicht. Dein Leben endet hier. Und das für immer. Hast du noch etwas zu sagen, bevor ich mein Schwert in deinem Körper versenke? Du bist gefeuert. Jetzt bist du dran. Das war's, Horas. Das war's. Es war mir eine Ehre, dich zu töten. Es war mir eine ausgesprochene Ehre, dich umzubringen. Gut, Ladies and Gentlemen, damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn's euch gefallen hat, und ja, die Folge hatte Feuer, die Folge, die war ja mal mega episch. Dann lass es mich durch ein Däumchen nach oben. Es wäre richtig nice. Wäre richtig fresh. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Schöbede und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Tja, damit wären wir einer weniger. Zumindest konnte Horas mir sagen, wie wir Crow finden. Ja, aber sind wir denn schon so weit, gegen seine Flotte in die Schlacht zu ziehen? Solange unsere eigene Flotte noch nicht einsatzbereit ist, würde ich mir das gut überlegen. Das wird schon. Oh Mann, wenn wir Crow begegnen, wird er uns gehörig den Arsch versohlen.